Ey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zu einem weiteren Horror-Let's Play, einem kurzen mit Backrooms. Das ganze Spiel habe ich bei Greenberg gesehen und ich bin auf die ganzen Backrooms und die Geschichte dahinter durch Creepypasta Punch aufmerksam geworden. Und da dachte ich mir, man könnte sich ja mal wieder hinsetzen. Jetzt habe ich mir eine neue Webcam zugelegt, die seht ihr gerade schon, 1080p 60, die gibt sehr flüssige Bewegungen von sich. Und ja, hinter mir ist die Katzendecke, sie musste alternativ auf ihr Lieblingskissen ausweichen. Aber ein Greenscreen soll irgendwann in Zukunft noch folgen, wenn diese ganze Corona-Scheiße mal vorbei ist und die Laune sich bessert. Heute ist mal ein ausnahmsweise größerer Lichtblick, wo es mir mal gut geht und deswegen habe ich mich entschieden, das aufzunehmen. So, genug dummes Gesülze. Jetzt fangen wir gleich mal an. Mit Tab können wir hier auf unsere Uhr gucken, die ich nicht am Arm habe. Mit E können wir uns erinnern und interagieren. Ja, und sprinten ist klar, Shift. Confirm Settings, was auch immer man jetzt drücken muss. Ah, No Madness. Ach so, hier kann man was einstellen. Motion Blur kann an. Nee. Also ich weiß nicht, to allow for better video compression after uploading. Was hat denn das damit zu tun? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Das kriegen wir auch selber hin. High Quality Lightning und Post-Processing. Okay, gut, los geht's. Oh Gott, das wird... Check watch every 30 seconds. Go as far as possible and get out alive. Don't look at it. Ich soll es nicht anschauen, aber was ist es? If you hear it, God help you. Och nö! Auf was lasse ich mich hier ein? Oh, das scheint doch schon relativ angenehm anzufangen. Ich glaube, ich werde das noch bereuen. Boah, ist das unheimlich. 18. Alter, die Uhr, die erschreckt einen aber auch jedes Mal, wenn man die aufruft. Ja, worum geht's bei Backrooms? Das ist irgend so eine Art parallele Pocket Dimension in unserer Realität, die in Level aufgeteilt ist. Und da rennen auch so komische Viecher rum. Boah, ich bin sowas von tot. Das Problem ist auch, dadurch, dass das so verwinkelt ist, hat man keine wirklich große Sichtweite. Und kann hinter jeder Ecke in so ein Vieh reinrennen, wenn da irgendwas kommt. Das ist halt rein logisch schon bedingt. Oh, da oben ist schon so ein Lüfter. Kaputt. Einer hat auch als Survival-Strategie... durchgegeben, man soll in die Schächte da oben, wo die Deckenlampen sind, da soll man versuchen reinzukommen. Das wäre wohl eine gute Möglichkeit zu überleben, weil am Boden ist man relativ allem ausgesetzt, was man hier so finden kann. Ich schaff's gerade gar nicht zu reden. Viel zu sehr habe ich hier Schiss vor diesem komischen Vieh. Was hier jede Sekunde angerannt kommen kann und man will auch die Lauscher spitzen. Es kündigt sich nämlich gerne... Okay. Ich habe gerade die denkbar schlechteste Sache gemacht. Ich habe mich in eine Sackgasse reinmanövriert. Distance Travel, 63 Meter erst. Also... Also wirklich auf große Distanzen ist das hier nicht ausgelegt. Okay, alles verschwimmt, die Wände und so. Ich glaube, wir werden langsam bekloppt.
68. Ach du Scheiße. Das ist die Definition von Wahnsinn, meine Freunde. 3,25. Ich habe aber noch nicht lange überlebt. Ich höre irgendwas. Ich will da nicht reinrennen. Warum ist die Uhr auf einmal so groß? Gefühlt. Das ist der reine Irrsinn. Ich werde da so reinrennen in dieses Vieh, was auch immer hier rumrennt. Ich weiß es jetzt schon. Hör auf, da rumzuhusten. Die Orientierung fällt zunehmend schwer. 107 Meter. Alter, der Sound. Ich muss das mal runterdrehen. Ja, jetzt habe ich den Overlay gerade reingedrückt. Ich glaube, nach einer gewissen Zeit wird man automatisch wahnsinnig. Nee, ne? Was gibt es Beschisseneres? Als Dunkelheit. No clipping beneath the backrooms. Hä? Hint. Checking your watch too often increases madness, okay? Auf was habe ich mich da eingelassen, ey? Boah, nee. Jumping where two walls meet. Aber ich kann doch gar nicht springen. Mit welcher Taste denn? Ich glaube, von sich aus gesehen ist Rennen schon mal eine dumme Idee, wenn man so eine geringe Sichtweite hat. Aber wir machen das jetzt einfach. Ich habe schon genug dumme Sachen gemacht, dann kann ich das auch noch machen. Nee, eigentlich in den Backrooms kannst du fast alles nur falsch machen. Wenn ihr euch wirklich damit befasst habt mal, da gibt es so viel, was einen umbringen kann, auch wenn man nichts falsch macht. Das ist Wahnsinn. Da ist dieses Level noch harmlos gegen. Da müsst ihr euch mal die anderen Level angucken. Also Level, ich glaube 3 oder 4 waren das. Aber auf der anderen Seite, wer auch immer der Charakter ist, den wir gerade spielen, der muss ja an sich schon ziemlich psychisch labil sein, wenn er nach 4 Minuten hier schon durchdreht. Wir wissen jetzt natürlich auch nicht, wer das ist, der hier reingeht. Eine Theorie ist ja auch, dass die Backrooms mehr oder weniger zur SCP Foundation gehören. Aber das konnte bisher nicht bestätigt werden. Also ist, glaube ich, gut, wenn man... dieses Vieh nicht unbedingt jagt.
Okay, von da links kam ein Geräusch. Ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen auszuweichen. Der Wahnsinn greift. Das fühlt sich ein bisschen an wie bei The Long Dark, wenn man durch so einen Schneesturm läuft. Man weiß nie, wann man dabei drauf geht. Nur, dass man hier keinen Lebensbalken hat, der wenigstens ein bisschen hilft. Oder einen Frostbalken oder sowas. Machen uns gerade die Katze noch im Hintergrund rum oder bin ich ganz paranoid geworden? Also dieses Gewimmer. Oh, schnell weg hier. Uhr? Dieses Gewimmer, das erinnert mich. Boah, ich werde, glaube ich, selber gerade paranoid beim Spielen. Schnell ins Licht, Carol Ann. Das ist sicher das Beste, was man machen kann. Okay, ich werde langsam richtig bekloppt. Wieder 4 Minuten rum. Möchte mal gerne wissen, wie das hier noch zu Ende gehen kann. Aber ich glaube, einen dritten Versuch halte ich nicht durch. Zeit no-clip man in den Backrooms, das habe ich jetzt auch gemerkt. Hier ist irgendwas in der Nähe. Oh nee. Ich glaube, das ist kein Spiel für mich. Aber das war mal ein kleiner Testlauf für die neue Dashcam, Webcam, ach was auch immer. Hab ja irgendwie gefühlt beides und zu viel. Nee, ich bin nicht mehr so vor Horror. Hab's gerade gemerkt. Hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und schreibt mir mal, was ihr so über die Backrooms denkt, wenn ihr davon schon mal irgendwas gehört habt. Und ich werde versuchen, mich irgendwann in den nächsten Wochen, wenn das Wetter besser wird, auch mal wieder aufzuraffen, was Vernünftiges aufzunehmen, wie Willi Werkel oder Löwenzahn oder keine Ahnung, irgendwas, wenn sich da was finden lässt. Ist überhaupt nicht mein Spiel. Tut mir leid. Viel zu inhaltslos und gleichzeitig unheimlich und sinnlos. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.